wer den nächsten Kilometer noch schneller läuft, dann kann man wieder unter 8 Minuten laufen. Auf alle Fälle ein horrend schnelles Rennen. Kipkenoi hat die letzten 6 Rennen hier in Zürich gewonnen. So, jetzt wollen wir sehen, mit welcher Taktik Kipkenoi hier seine Ehre verteidigen will. Letzte Hürde. Aber dieser Kipketer hat einen unheimlichen Endspurt und gewinnt dieses Rennen. Schauen Sie auf die Uhr. 7:59:08, das ist der Weltrekord. Um eine Zehntelsekunde hat Wilson Boyd Kipketer, der Weltmeister, den Weltrekord geholt.